Ja, da hat der Spiegel in einem kurzen Artikel wieder alle Reflexe bedient, die man aus der Vergangenheit gewöhnt war und die man aber in der jetzigen Zeit, in der Krise, wirklich alles andere als erwartet hätte. Da werden Landwirte pauschal in einen Topf geworfen, zu einer Lobbyorganisation abgestempelt, die kein anderes Ziel hat, als das Grundwasser weiter zu verseuchen, indem sie Gülle auf die Äcker kippten. Und damit sie das weitermachen dürfen, drohten sie jetzt, so der Spiegel, damit die Lebensmittelversorgung zu verknappen. Lieber Spiegel, gelinde gesagt, das ist Blödsinn. Das ist unsachlich und es ist auch unseriös, das so zu tun. Unseriös ist es, weil wir im Moment in einer Zeit sind, in der die Verbraucher das erste Mal wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben erleben, dass Regale zum Teil leer sind, dass es bestimmte Produkte auch mal für eine bestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Das hat nichts damit zu tun, dass Landwirte Angebote verknappen, sondern das hängt mit der Gesamtsituation und der hohen Nachfrage in bestimmten Produktbereichen zusammen und den Transportmöglichkeiten, weil die Grenzen erstmals wieder geschlossen sind. Und das ist in dieser Situation dann mit den Ängsten der Verbraucher zu spielen, dass Lebensmittel nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stünden, ist einfach unseriös. Unfachlich ist dieser Artikel auch, denn was darin aufgeführt wird, geht komplett an der Thematik vorbei. Ja, die Landwirte wollen, dass diese Düngeverordnung jetzt am Freitag nicht durch den Bundesrat gepeitscht wird. Der Grund dafür ist auch sehr einfach nachvollziehbar. Diese Düngeverordnung ist auf einer Grundlage falscher Daten entstanden. Die roten Gebiete, die belasteten Gebiete in Deutschland, die mit Nitrat belasteten Gebiete, sind nicht richtig ausgewiesen. Die Bundesländer sind da derzeit auch am Nacharbeiten. Und bevor das nicht abgeschlossen ist und nicht klar ist, für welche Flächen dann die Verordnung auch direkt in Kraft treten soll, darf sie auch nicht in Kraft treten. Das ist doch nicht mehr wie normal. Diese Düngeverordnung ist auch unpraktikabel in weiten Bereichen und löst hohe Kosten aus, die zu einem enormen Strukturwandel führen werden. Diese Düngeverordnung sieht vor, dass in roten Gebieten pauschal 20% weniger als der Bedarf der Pflanzen ist, gedüngt werden darf. Das ist genauso, als würde man Kinder auf Diät setzen, die gar kein Übergewicht haben. Und das führt natürlich am Ende des Tages dazu, dass Getreide nicht mehr in der ausreichenden Menge auf diesen Flächen produziert werden kann und auch nicht mehr in der ausreichenden Qualität auf diesen Flächen produziert werden kann. Und das führt dann zur Knappheit von Lebensmitteln am Ende des Tages, wenn man so eine Verordnung, so unfachlich wie sie jetzt ist, so pauschal mit der Gießkanne übers Land kippt. Und dagegen wehren die Landwirte sich auch zu Recht. Ich unterstütze sie auch dabei. Ich bin auch der Meinung, dass diese Verordnung am Freitag im Bundesrat nicht verabschiedet werden darf. In der vorliegenden Form ist sie unpraktikabel, löst Kosten aus und ist auch einfach nicht umsetzbar und falsch. Und wer würde sie doch am Freitag durch den Bundesrat gehen, sind danach umfangreiche Änderungen an der Verordnung selbst zuständig. Denn, lieber Spiegel, es kann auch nicht in eurem Interesse sein, dass Landwirtschaft in diesem Land vertrieben wird, dass unsere Produkte dann aus dem Ausland hergefahren werden müssen, dass wir hier keine eigene Versorgung aufrechterhalten. Das kann auch nicht in eurem Interesse sein. Und nein, Landwirte verseuchen nicht das Wasser, Landwirte vergiften nicht die Umwelt. Das Gegenteil ist der Fall. Landwirte sind die besten Umwelt- und Naturschützer, die es in diesem Land gibt. Und ganz nebenher erzeugen Sie auch noch Nahrungsmittel für uns alle. Das verdient gerade in der jetzigen Zeit mal etwas Respekt und nicht so eine unseriöse Berichterstattung.